Herzlich willkommen zurück zu Trust and Betrayal, immer noch alleine und ich bin immer noch am Sortieren. So kann's gehen. So, hier mache ich jetzt eine Essenskiste hin. Kann man das Frozen Meat essen? Nee, man kann es als Waffe. Ich brauche auch eine Waffenkiste. Das wird die hier. Das wird jetzt eine Waffenkiste. Eine Werkzeugkiste, sagen wir es mal so. Das ganze Redstone kommt dann nämlich jetzt raus. So. Und das hier. Das ist jetzt meine Werkzeug- und Waffenkiste. Okay, und das ganze Redstone. Boah, Redstone habe ich echt genug. So, und dann habe ich ja... Das wird jetzt die Random-Kiste. Flint habe ich hier hinten noch reingepackt. Hier habe ich schon ein Skelett drin. Bücher sind wichtig, Slimes sind wichtig, die Eier könnte man rauspacken und die Herzen sind wichtig. So, hier ist noch Silikon. Silikon möchte ich, glaube ich, in die Wertvollkiste packen. Und die hier. So, hier packe ich jetzt so das rein. Glazed Stein. Da kommt noch das Gunpowder rein und die Bücher. Und ein Flint-Dings. Also das nehme ich, glaube ich, am besten immer mit. Und die Eimer und bla, so. Das Muskelzeug kommt in die Random-Kiste. Und das hier kann eigentlich in Müll. Aber ist jetzt gerade egal. So, das ist auch random. Und das hier ist so eine Monster-Logut-Wichtig-Kiste. Keine Ahnung. Rain. So, Pfeile haben wir hier noch. Kommt in die Waffenkiste. So. Jetzt haben wir ein bisschen Ordnung drin. Schön, endlich ein bisschen Ordnung. Ich habe noch 1000 andere Kisten, die gefüllt werden können. Was haben wir jetzt hier drin noch? Essen haben wir jetzt hier noch drin. Ne? Essen nehme ich natürlich immer mit. Das kann man immer mal gebrauchen. So. Jetzt gehen wir gucken, was unsere Schmelze sagt. Unsere Schmelze sagt wahrscheinlich, ich brauche Lava. So. Schmelze sagt, ich habe ohne Ende Ardeit drin. Nefi sagt, ich habe das Zeug aber alles unten gelassen. Natürlich nicht so geil ist. Höllenzeug. So. Zack, zack. Und du kannst da rein. Ja. So. Packen wir dich jetzt mal. Ich muss hier noch eine Leiter einmachen. Ganz wichtig, weil wenn ich nicht mehr fliegen kann. Halt die Strafe ein. Wir haben jetzt Ardeit hier drin. Ich mach Kobalt rein. Manjulinen sind 9 drin. Das ist schön. Da kann ich mir schon mal ein paar Blöcke draus machen. Was ist hier noch drin? Ach, Eisen. Mach mal Manjulin-Block draus. Eisen kann man natürlich hier reinpacken. Das werde ich natürlich erstmal im Barren machen. Weil, warum soll ich noch einen Platz für Eisen verbrauchen? So. Ja. Wir müssen jetzt meine Waffe noch aufwerten. Dann mache ich mir jetzt ein paar Manjulin-Barren. Mit den Manjulinbarren kann ich mir nämlich die Waffe wieder verbessern, also aufwerten, also reparieren. So. Und dann hauen wir jetzt aufs... Wo ist eigentlich mein Exosuit? Fällt mir gerade so auf. Oh. Wo ist mein Exosuit? Ist der oben? Ich hoffe, der ist oben. Oben die Kiste muss ich auch noch ausräumen. Aufräumen, ausräumen, whatever. Ich brauche Höllenzeug, ich brauche das hier. Auf den Exosuit muss ich auch noch was machen. Da ist er, okay. Ja, hier muss ich natürlich auch nochmal aufräumen. Das ist natürlich kacke so. Das ist nämlich auch essentiell wichtige Dinge drin. Sehe ich gerade. Ja, packen wir das auch mal weg. Holz hatte ich dabei. So. Hier ist noch mehr drin. Holz. Dann haben wir hier noch random Zeug. Lehm habe ich dabei, ganz viel. So. Das ist so pflanzliches Zeug. Das kann hier hin. Wo habe ich die Hirne gepackt? Da habe ich die Hirne hingepackt, da sie ja wichtig sind eigentlich. Und die nicht zu unterschätzen sind. Denn die sind für gewisse Dinge sehr wichtig. So Enderperlen sind natürlich auch wertvoll, das Gold auch. Steine haben wir ganz viele. Was ist das hier? Wolle. Soll ich denn Wolle hinpacken? Wolle ist hier so.
ist hier einzuordnen. Werkzeuge. Dahin. Ja, zwei Eimer dabei haben ist nicht verkehrt. Denke ich. So, was sagt mein Manjolin? Mein Manjolin sagt, yo, geil. So. Machen wir uns nämlich direkt ein paar Barren fertig. Einfach nur, damit wir sie schon mal haben. Und, Folgendes. So. Nein, da drauf. Weiter da draufhauen. Ignorieren ist das Knockback. Das Knockback ist eigentlich for Rain. Eigentlich möchte ich mir am liebsten noch ein neues Schwert machen. Aber wir machen da jetzt ganz viel drauf. So. Immer mehr, immer mehr. Ihr versteht, warum ich so viel Quarz wollte. Ich hoffe. Das wird nämlich, glaube ich, nicht reichen für den Exosuit noch dazu. So, mehr geht jetzt gerade nicht. Ich möchte jetzt noch einen Block Gold holen. Und eine Enderperle, weil damit kann ich noch Additional Modifiers draufhauen. Heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Heißt, ich kann eventuell noch mehr Attack damit schon mal draufhauen, ohne den Nether Star zu haben. Ich weiß nicht, ob ich dafür den Nether Star brauche. Da. So. Ich meine, es war eine Enderperle. Nicht. Was, ein Diamant? Kann auch sein. Können wir schon mal runterfallen, dann können wir auch mal hier das Zeug noch mitnehmen. So viel Random-Zeug hier drin, ey. Das ist unglaublich. Hier ist meine Manuelin-Spitzhacke, die wir noch Speed hauen müssen, theoretisch. Ich habe den Timer nicht gestartet. Das ist natürlich jetzt kacke. Ich glaube, die Folge wird kürzer. Ich weiß es nicht. Kacke. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, wann ich die Aufnahme beendet habe. Moment. Aufnahmen. Okay. Okay, Moment. Ich muss mal kurz einen Timer starten. Und zwar für so viel. So. Denn ich habe, ich möchte nicht überziehen. Ich möchte nicht zu wenig haben. Das ist kacke. Ich hasse sowas. So. Also für mich persönlich. Wenn anderes machen, ist mir das Rain. Aber ich mag das nicht. Das. Dann haben wir hier noch das. Noch so ein Saphir. Was ist ein Ruby? Ein Rucksack zählt unter Werkzeugen, würde ich mal behaupten. Du bist random, genau wie du. Du. Und du? Du bist eigentlich ein Werkzeug. So. Was ich jetzt brauche, ist das Buch. Denn ich weiß nicht. Ich habe noch einen Stein im Inventar. Ich muss mal kurz durchklicken hier. Und es war ein Emerald, ne? Goldblock und Emerald. Da. Nee. Additional Goldblock und Diamant. Okay. Mal ein Diamant. Soll mal auch recht sein. Gucken wir, ob das damit geht. So, du kannst wieder weg. Du kannst wieder weg. Komm mal her. Mach ein neues. Goldblock, Diamant. So, jetzt müssten wir noch mehr draufhauen können. Jawohl. Sehr gut. Haben wir schon mal einen starken Rap hier. So, und den können wir noch weiter ausbauen, indem wir den Nether da drauf klatschen. Einen noch. Und einen noch. So. Jetzt haben wir einen plus 10 Attack Damage Rap hier. So, und jetzt nehmen wir noch hier so eine Exosuit. Ne, da muss die Station für her. Die steht hier hinten bei mir, ne? So, die müsste das sein, wo das geht. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mehr dürfte nicht gehen. 1, 2, 3. 6. Oh, das reicht genau für
alle Rüstungsteile, weil ich brauche keine Rüstung, weil die alle Rapiere benutzen. Das heißt, ich muss hier keine Rüstung draufhauen. Wenn ihr noch gute Verbesserungen für den Exosuit habt, sagt es, weil ich kann mehr neue Teile für den Exosuit machen. Das reicht genau. So, jetzt habe ich zwar in den Exosuit keine Dings mehr, aber wenn ich jetzt in den PvP gehen möchte, ich kann das ja mal präsentieren. Anhand, ich kann auch mal eben mein Dings reparieren. So. Das ist nämlich jetzt auch wieder repariert. So, wir können das ja mal zeigen. Anhand eines Monsters, was hier eventuell irgendwo rum... Da, hi, guck mal. Das ist nämlich jetzt ein One-Hit. So. Das ist nicht verkehrt. Ich bin noch nicht auf Maximum, weil ich hier Knockback draufgehauen habe. Aber Knockback kann für PvP-Situationen auch nicht verkehrt sein. Da streiten sich die Geister. So, ich kann das ja nochmal hier an den Zombie zeigen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir das Achievement Overkill jetzt. Wenn ich treffen würde. Nö. Oh, das hier nehme ich mit. Eine Spinne wäre cool. Weil dann könnte ich... eventuell wirklich das... Achievement Overkill bekommen. Das wäre cool. Die Kiste steht draußen. Aber die Wolle davor. Das ist natürlich so ein Ding. Darf ich da jetzt dran oder nicht? Können wir mal bei Verdemis gucken, der schon 1000 Folgen weiter ist als wir. Die Kiste, ach, ich muss Verdemis noch Rubberwood bringen. Das könnte ich eigentlich eben tun. Moment, ich bringe ihn eben Rubberwood. Ich muss auch mal gucken, ob ich Rubberwood Saplings habe, weil ich brauche Kleber. Das ist alles, hat auch alles was mit dem Gehirn zu tun. Ihr werdet früher oder später schon sehen, was das bringt. Ich möchte da jetzt noch nicht drüber reden. So. Machen wir ja durch. Und dann gucken wir mal, was hier noch in der Kiste ist, was ich runterbringen könnte. Das hier. Ein kaputter Rapier. Das ist ein Werkzeug. Das kann weg, das kann weg. So. Na komm, alles weg. Dann benutze ich die Kiste für andere Dinge. Rubberwood, 5 Stück ist jetzt nicht die Welt. Aber ich habe es dann schon mal ihm gebracht. Ich weiß auch nicht, ob das für meine Ansprüche reicht. Für meine Bestellung. Sagen wir es mal so. World Domination Open Docks. Das sind ja eigentlich Werkzeuge. Tools and You, Tinker's Construct. Warum mache ich das nochmal? Stimmt, ich habe noch ein Buch bekommen, ich weiß gar nicht warum. Das kann da schon mal rein. Die Rüstung behalte ich mal dabei. Hier ne. Random. Gunpowder. So. Okay. Da ist noch ein... Achso, ne, hier, da fehlt ein Glas. Nur zwischendurch mal ein bisschen abkippen hier. Reicht das noch für einen? Auch 9 Ingots für einen Block. 8. Verdammt. Dann müsste ich nämlich jetzt Ingots einzeln kippen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Keinen Bock drauf. So, Bronze haben wir noch. Bronze kann man eigentlich mal so ein bisschen abkippen. Nehme ich später alles wieder mit runter, wenn ich mal runtergehe. Hauptsache meine Smeltery wird mal wieder ein bisschen leerer. So, zack. Hier darf ja eh keiner dran. Ohne mich. So, und wir bringen Verdemis mal eben das Rubberwood. Damit er schon mal ein bisschen was hat. Damit er mir den Kleber machen kann. So, mit den Rapi sind wir gut weit gekommen. Der jetzt Red Slayer heißt. Und so. Wer dem ist Briefkasten. So, kriegt er jetzt schon mal hier Rubberwood. Was ich ja immer noch nicht weiß. Was ich immer noch nicht weiß, ist. So geht's nicht, aber mit Büchern wahrscheinlich. Edelstein. Ach ja, hat das schön sortiert. Steht da. Dadosch, wer wohnt hier? Dein Nachbar.
Gut. Ich muss auch noch ein Schild vor mein Haus machen, damit die Leute wissen, dass ich da wohne. Ich muss auch noch mehr Lehm backen. Habe ich hier noch Lehm drin? Nö. Warum nicht? Ich brauche das Lehm doch. Warte mal, ich habe hier doch noch Bronze drin. Immer ein bisschen abkippen, wenn wir dran vorbeigehen. Kann nicht schaden. Wird ja auch mal leerer. So. Kommen wir hier dran. Wir wollen. Ich habe noch Bricks. Guck mal. Kann hier so ein bisschen backen. Hier so ein bisschen. Gib mir die Hälfte. Kann auch noch Lehm rein. Das ganze Lehm muss noch gebacken werden hier. Zack. Zack. So, haben wir die Bricks raus. Dann kann das hier backen. Das Zeug hier muss noch da rein. Glowstones kann ich mir theoretisch auch mal bauen. Also, ne, die. Ich kann mir sogar 64 bauen. Wie viele habe ich? Moment mal. Ah, ne, ich baue mir keine 64, ich baue mir 32. Das reicht dann erstmal. Dann haben wir hier nämlich eine schöne Beleuchtung. Und keine Axt mehr im Inventar. So, die brauche ich nur, wenn ich in die Hölle gehe. Nutzen wir erstmal die hier. Außerdem beleuchte ich dann auch noch hier ein bisschen die Stadt. Sehr gut. So. Da kann auch mal eins rein. Eigentlich wollte ich ja jetzt Bücher verzaubern, ne? So. Bücher verzaubern. Kann man ja auch mal eben gucken. Hier, ich habe 11 Stück. So. Protection 1, das ist schön. Sharpness 1 ist auch schön. Ein Enchanted Book, das ist okay. Wer es braucht? Schon wieder. Buggt Minecraft gerade? Protection? Was ist das? Irgendwie buggt gerade Minecraft. Projectile Project Protection. So, nochmal. Nehmen wir mal eine 14er. Gut, nix, auch gut. Jetzt habe ich kein Level mehr. Ambus. Jetzt habe ich natürlich keinen Level mehr. Ich möchte trotzdem gucken. Ambus plus. Nö. Minecraft ist abgestürzt. Super. Geil. Moment. So. Anscheinend mag Minecraft nicht, wenn ich enchantete Bücher da reinpacke. Also nur die normalen enchanteten Minecraft-Bücher hier. Also benutzen wir die nicht mehr im Amboss, weil das mag das Spiel wohl nicht. Ich packe die einfach mal alle hier rein. Natürlich jetzt ärgerlich, dass die. Oh ne, wir machen eine Kiste dafür, damit die nicht so durcheinander sind. Wir nehmen da hinten hier die kleine. Ist natürlich doof jetzt. Dass da so viele rausgekommen sind. Aber naja, was willst du machen? So, wir wollten mal ein paar Glowstones hier platzieren, damit wir eine bessere Ausleuchtung haben. So. Ich spiele ein Skelett. Ich hoffe nicht in meinem Haus. Ist mein Haus immer noch asymmetrisch? Habe ich in dem einen Part gepennt? 5. 2, 3, 4. 5. Ne, es ist ja auch 2 am Randplatz. Ja, passt doch. So. Ist irgendwo ein Skelett. Wahrscheinlich draußen an meinen Bäumen. Soll mir recht sein, soll mir recht sein, soll mir recht sein. So. Machen jetzt hier. Damit wir unterm Dach schon Beleuchtung haben. 4 Dinger rein. Bin ein Fuchs. So. Zack. Und zack. Na, so. Glowstone muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man das platziert, weil man kriegt nicht immer die Menge Glowstone raus, die man da drin benutzt hat. So, was machen wir denn jetzt noch für den Rest des Parts? Ich hatte erst 17 Minuten aufgenommen für den Part. Einmal das Skelett hier kaputt hauen, was hier irgendwo lauert.
Ist im Dach drin? Nee. Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall muss ich auch noch was machen. Irgendwas muss ich hier drin tun. Wenn ich schon mal hier bin. Ist die eine Seite fertig geworden? Ah, da ist das Skelett. Skelette, die sucht man immer. Und wenn man sie dann schon wieder verdrängt hat, sind sie auf einmal da. Das schießt mich ab. Pass auf. Genau das wird nämlich jetzt passieren. Dass mich das Mistvieh abschießt. 20 Dinge habe ich jetzt gebraucht. Okay, dann ist das Deck genau für die Reihe hier bestimmt. Jawohl, wenn ich nicht verkackt hätte. Komm mal her. So. Dann brauche ich noch 40. Ein bisschen über 40. Also fast ein Stack noch. So, wo ist das Skelett? Ich habe es doch gesehen. Da schon wieder. Es ist weg. Aber wenn ich gleich wieder woanders hingucke. Da steht's. Ist es auf einmal da? So, du bist jetzt ein One-Hit, mein Freund. Ein One-Hit. Kein Problem mehr mit Monstern hier. Nie wieder. So, Knochen haben wir jetzt bekommen. Pfeil. Und einen Bogen. Soll mir alles recht sein? Soll mir alles recht sein? Nehme ich alles mit? Nehme ich alles mit? So, wie viel... Oh, das Zeug hat nicht mehr gereicht. Das ist natürlich traurig. So... Kann ich mir jetzt noch ein paar Dinger machen? Das reicht noch lange nicht, um das Dach fertig zu machen. Aber ist ein Anfang. Und was wollte ich noch? Smeltery. Ich kann die Smeltery höher bauen. Was sehr cool ist. So. Du bist ein Knochen, der kann... Dahin. Und Holz habe ich noch. Gechiseltes. So. Ich sage immer viel zu oft so, ich weiß. Das nervt bestimmt auch einige. Tut mir leid. Ich arbeite dran. So innerlich denke ich mir mal, nein. Was ist schon wieder gesagt? So, schon wieder gesagt, siehste. Na, jetzt reichen die Seared Bricks echt nicht mehr. Das ist traurig. Das ist traurig. Egal, haben wir ein Loch oben drin. Aber jetzt passen mehr Dinger hier rein. So. Ich kann das ja auch automatisieren, indem ich mir einen Hopper baue. So. Machen wir eben. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Mein Hopper bauen ist jetzt kein Ding. Aber... So, für den Hopper brauchen wir Eisen. Dann brauche ich noch eine Chest. Ah, eine Chest brauche ich mir eben eine neue. Ist ja kein Ding. Jetzt habe ich meinen Gleiter weggeworfen, ich habe es gesehen. So. Und eine Redstone. Redstone, wie heißt's? Ein Timer heißt der nur, glaube ich. Genau den. So, der ist nämlich so aufwendig. Ich glaube nicht, dass ich den in diesem Part noch schaffe. Brauchte man dafür normalen gekochten Stein? Stone, ja, super. Dann schaffe ich den sowieso nicht mehr, diesen Part. Dann nicht mehr. Brauche ich keine Kohle mehr. Das ist richtig traurig. Mega traurig. So, zack. Ein bisschen brauchen wir noch. So, ich brauche auch Redstone. Klar. So viel vielleicht nicht. Das brauchen wir noch. Redstone Fackel brauche ich. Brauche ich auch Sticks für. Zack. Was brauche ich noch so? Redstone. Davon brauche ich viele. Davon brauche ich. Okay. Okay. Ja. Gut. Können wir euch nicht mal zusammenpacken hier? So, zack, zack. Brauche ich nochmal halbieren. Euch halbieren und da noch mit reinpacken. So, ein bisschen effizienter arbeiten hier. So. Und wie viele Platten wir jetzt rauskriegen, das dürfte... So? Ja, Moment, ne? Circuit Plate.
Bin ich eigentlich im richtigen Nein-Modus? Nee. Cheat-Modus heißt übrigens nicht, dass ich hier cheaten konnte. Cheat-Modus heißt, dass ich es im Singleplayer ausprobiert habe. Wieso kriege ich hier den Recipe-Mode nicht richtig? Weil normalerweise kann ich hier drauf drücken. Ach so, ich muss den smelten. Dann muss ich den nochmal in den Ofen packen. Moment, dann reicht das, glaube ich, hier. So viel Cleanstone brauche ich dann doch nicht. Und alle schon geschrien, nein, was machst du? Hab's gemerkt, kein Ding. Stone habe ich hier noch drin, okay. Ah, okay, einfach nochmal schmelzen. So, wie viele brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, da brauche ich 3. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stück brauche ich. 8. 2, ja, wir müssen hier noch 3 schmilzen. Das war jetzt dumm, dass ich den abgebrochen habe, aber ist egal. So, ich werde hier den Part aber beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde jetzt genau hier stehen bleiben und das weiter beobachten. Oder nee, ich beobachte es nicht weiter. So, ich bleib hier so stehen. Ich nehme noch einen Part alleine auf. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.